Ja, willkommen zurück bei Astronir. In der letzten Folge sind wir ja schon mal auf Glazio gelandet. Und in der heutigen Folge wollen wir dort noch unsere Generatoren hinbringen und dann versuchen, mit denen natürlich das Tor dort zu aktivieren erstmal. Teleportationskammer. So, und da brauchen wir erstmal ein paar Verpacker. Beziehungsweise brauchen 6 Verpacker. Ein bisschen Harz. So, da haben wir gerade noch ein bisschen Harz einstecken haben. Wir wollen das nicht. Dafür das mit dem Harz wollen wir noch ein paar Plattformen bauen. Ne? 2 Verpacker haben wir schon, die tun wir auch hier festmachen. So. So. Das Harz nehmen wir schon mal mit. Und Kohlenstoff brauchen wir natürlich auch, um unsere Generatoren einschalten zu können. Ne? So, Verpacker. Das heißt, erstmal wieder ein bisschen in der Erde wühlen. Einer ist voll. Und wir schleudern Graphit. Wenn wir 4 schleudern, hätten wir ja genug schon. Der zweite ist voll. So. 1, 2. So. Und jetzt tun wir das mal hier rein. Schon mal. Oh, das wird auch gleich fertig sein. Da kommt's.
Achso, genau. Einstecken. Gleich mal ein paar Verpacker bauen. Da vorne eigentlich noch am Forschen. Ja. Da. Was sind das hier für Geräusche? Wie dem auch sei. So. Zink. Das Graphit hat er jetzt hier hingetan. Kohlenstoff, Mensch. Hier hingetan. So. Also. Eins. Zwei. Drei. Habla, Hilfe. Nee, so war das nicht gemeint. Hier. So, und jetzt haben wir insgesamt 6 hier oben. Brauchen wir noch 6 Kohlenstoff. 1, 2. Noch ein bisschen Pflanzen ernten. Sehen, hier gibt es Pflanzen. Warum das Zeug nachwächst, ne? Wenn ich das jetzt hier alles abgeerntet habe, ob das irgendwann wiederkommt. Ja, ein bisschen in den Wald. Hier, na gut, mal noch eine. Als Reserve. Und die brennen wir jetzt. So, jetzt können wir mal gucken, was wir für unser großes Shuttle eigentlich brauchen, wenn wir das mal bauen wollten. Was ist das hier unter? Extra große Schredder. Titanlegierung und Keramik. Also Keramik können wir schon mal machen. Wir nehmen hier Lehm. Ich habe hier auch noch ein Lehm draufstecken. In Lehm. Wo habe ich's? Hier, ne? Titanlegierung, da brauchen wir erstmal Titan, aber das gibt es theoretisch auf dem Eisplaneten, wo wir jetzt sind, auf Glacio. Auch. Hoppla. So, das auch noch umwandeln. So, haben wir erstmal das Benötigte. Jetzt müssen wir unsere Generatoren abholen. Die Keramik haben wir schon mal fürs große Shuttle. Brauchen wir noch ein bisschen Titan. So,
mir noch mal über welches stolper. Ich glaube, eins haben wir auch hier drüben. In dem. Hier irgendwo. Zink. Kupfer. Ich dachte, ich hätte hier mal irgendwann Titan gehabt. Aber das haben wir vielleicht schon für irgendwas verbraten. Naja, wie auch immer. So dort können wir es uns erhandeln. Ne? Malachit hier hin. Keramik hier dazu. So. Jetzt haben wir hier noch fünf solche Sachen einstecken. Achso, falsches Shuttle. Das müssen wir nehmen. Ja, dann machen wir uns auf den Weg zu unseren Generatoren. Treibstoff verbrauchen, beziehungsweise wenn wir Treibstoff brauchen, dann wieder hier zurück sind. Ne? So. Das war ja auf welchen Planeten haben wir uns letztens aktiviert, den Wüstenplaneten. Wo war er? Na, da hinten, ne? Kalidor. Natürlich auch hin teleportieren können einfach. Jetzt bin ich einmal mit Shuttle unterwegs. Außerdem kriege ich da mehr fort, ne? So, sehe ich unser Feld schon? Nein. Müssen wir noch ein Stück rumfliegen. Naja, dauert einen Moment. Mal gucken. War nicht mal mehr halb voll, ist das eine. Da kommt's. Da hinten. Muss nur das Richtige dann auswählen. Nicht, dass wir zu früh runtergehen. So. Ja, wunderbar. Liegt auch noch ein bisschen von dem Kohlenstoff. Das ist ja wunderbar. So, einmal rum. Wir brauchen jetzt die Verpacker. Ich muss erstmal meinen Rucksack ein bisschen frei machen. Erstmal. Jetzt geht's ins Einpacken. Nummer 1. Und die Plattformen, die sind preiswert genug, dass wir sie hier lassen können. Aber die Generatoren waren doch ein bisschen aufwendiger zu bauen. Da drüben müssen einer stehen.
Beziehungsweise noch zwei. Ne? Genau. So. Nein, die andere Richtung. Tier noch rum, Wolframit. Wir kennen noch unser Frachtraum voll Harz machen. Ich nicht weiß, wie viel Harz es dort noch gibt. Beziehungsweise. Machen wir mal unseren Rucksack leer. So. Genau. Noch mehr von dem Zeug. Als Gemisch. Das Gemisch-Symbol. Ne? Wenn wir Harz wollen, können wir hier noch ein Stück laufen. Gucken, ob wir Harz noch irgendwo erkennen. Hier lang. Wir haben ja schon mal was gelegt. Vielleicht sehen wir noch eine Harzvorkommen. Ja, da drüben. Oder ist das Harz? Ja. Gut, es scheint, dass wir hier... Da haben wir halt nur zwei gekriegt. Was soll's. Erstmal Luft holen. Aha, hier ist eine große Höhle, wo es runtergeht. Ja, noch mal kurz einen Blick in die andere Richtung, ja. Ich glaube, wir müssen erstmal so, auf geht's. Ich glaube, wir haben alles, was wir im Moment zumindest brauchen. Jetzt schaffen wir das auf die Eiswelt. Na komm. So. Ja, was gibt's da? Windgepeitscht, eisbedeckte Berge. Hämatit, Argon, Titanit. Aha. Schwer.
sehr wenig Sonne, sehr viel Wind. Gut, jetzt warten wir, bis er da wieder richtig zu treffen ist und dann hin. So, hier ist unser Landeplatz. Gehen wir mal runter. Da. Also wir haben das Lager noch, das mittelgroße Lager. Ja. Da können wir jetzt was festmachen. Oh, was ist das? Aber neben den Geysir geparkt. Gut, dann machen wir jetzt erst ein bisschen was fest an das Lager. Das war Generatoren. Und mittlere Plattformen. Eins. Brauchen wir 6 Stück. 6 Generatoren. 2. 3. So, brauchen wir noch 2 Herze. Haben wir da manchmal hier noch was? Ja, ich glaube schon. Bringen wir erstmal hier was ins Lager an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Genau. So, machen wir uns noch 2. Eins. Zwei. Wunderbar. So, hast du schon mal voll. Ein bisschen umsortieren. Ja.
das mal mitnehmen können. Da. Genau, da bringen wir jetzt das ganze Zeug noch an. Also haben wir 6 der Kohlenstoffdinger. Hier haben wir noch 3 Generatoren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, und die Batterien. Wohl, wir nehmen wahrscheinlich lieber. Mal eine Batterie hier mit. So. Und jetzt fahren wir in Richtung Portalkammer. Ich hatte mir hier einen Pfeil gemacht, wo ich die gesehen habe. Ja, komisch. Es war, glaube ich, in die Richtung, aber... Ach, da hinten, hinter der Wolke. Ja. Da steigen wir mal ein. Den Bohrer lassen wir mal hier. Zur Not können wir dann noch was mitbringen. Wenn wir unterwegs was finden. Natürlich die Frage, ob wir ohne Bohrer hier hochkommen. Ja, ich wüsste es einfach mal. Steige ich aus und flach das ein bisschen ab. Händisch. Hier geht ja immer viel Wind. Deswegen sollten wir auch keine Probleme mit Strom haben. Ah, da sind wir schon. Sag bloß, sie sind Verpacker. Jawohl. Ja, das ist ja cool. Na ja, gut, das brauchen wir zwar jetzt nicht, aber irgendwann. So. Gut, rein da. Weiter geht's. So, und da wären wir schon. Sieht aus, als müssten wir hier ein bisschen auspacken. Also ein bisschen freiräumen erstmal. Ja, ja. Erstmal müssen wir uns einen Zugang bauen. So, ich gehe mal hoch. Ja, wohl oder übel hier alles wegräumen. Hier könnte man auch das Dynamit natürlich verwenden, ne? Dann riesen. Ah, hier ist das nächste. Riesenloch sprengen.
nachatmen. Ich glaube, wir haben alle drei frei. Da ist unser Traktor. Atmen. Holen wir uns mal ein paar mittelgroße Plattformen A. Da der als schwer bezeichnet wird, könnte sein, uns reichen die Energie von den Generatoren hier noch nicht. Mal gucken. So, nächste Plattform. So kam das Licht erstmal. Cool. C. In dem Fall. Ist ja auch für mehreres zuständig. So, jetzt machen wir mal zwei Generatoren hin. So. Und jetzt holen wir zwei weitere. Auch noch zwei Windturbinen hinsetzen. Ah, da bräuchten wir noch mehr Plattformen, ne? Oder? Ja, ohne Plattform kann man die nicht anschließen. Nur die kleine hier könnte man schon mal. Das können wir spaßenshalber mal machen. Ja, das hat fast keinen Effekt, aber klein. Aber oho, so. Drehen wir den uns zurecht, setzen ihn hin, packen wir aus. Schließen an. Und den drehen wir auch. Packen wir aus. Luft holen. So, jetzt gucken wir, wo noch eine Plattform hängt. Da sind noch zwei. Eins. Zwei. Das. Und das schon mal. Ja, das wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr Strom benötigt. Wir werden es erleben. Aber machen erstmal einen Anfang. So. Können wir vielleicht auch ungefähr abschätzen, wie viel wir noch Generatoren oder was auch immer brauchen. Müssen wieder Luft holen, ich weiß.
So. Kann natürlich mit dem Traktor hier hochfahren und noch diese Windturbine. Anschließen. Das machen wir vielleicht sogar. Ja, aber erstmal. Bei Generatoren. Wieder ausschalten. Um uns mal eine Brücke zu bauen. Ne? Muss ich aber erstmal wegfahren. Beziehungsweise wenn wir hier hochkommen. Ja, vielleicht sogar drauf fahren, würde ich sagen, aber es reicht noch nicht ganz, aber fast. Erst noch mal aussteigen. Den nämlich ziehen, den Kabelstecker. Wohl, vielleicht nehmen wir den doch mit. Können wir auch noch zwei Batterien anschließen. Und das drauf lassen und den ziehen. So. Und die Batterie schließen wir natürlich erst an, wenn wir bereit sind. Und gerade ist auch kein Wind mehr. Achso, müssen wir hier noch eine Verbindung bauen. Gucken wir mal. Zur Seite fahren, wo nicht stört. So. Es geht nur in die Richtung. Das ist aber schade. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, es wäre eine gute Idee. So, jetzt holen wir uns halt unseren ganzen Kohlenstoff, den wir haben, und dann wissen wir ja, was wir noch ungefähr brauchen.
zwei Generatoren scheinbar zu brauchen. Ja, na gut. Haben wir es probiert. Ne? Zwei Generatoren werden benötigt. Und jetzt zurück dahinter. Hier kann ich vielleicht sogar hoch und dann Kurve fahren. So. Wieder ein Aufgang. Dann fahren wir erstmal hoch, da können wir dann noch ein bisschen von dem Zeug einsammeln. Was ist da? Uah, was war das? Mann, ich war erschrocken, das Ding ist explodiert. Das sind seltsame Geräusche. Uah. Einzel Graphitfeld hier. Cool. Hätten wir lange dafür graben müssen. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal das horten wir mal ein bisschen, wenn wir gerade hier so schön. Das brauchen wir ja immer wieder, weil die Verpacker daraus bestehen. Es ist voll. Oder? Gucken wir nochmal auf der anderen Seite.
So, jetzt können wir noch unseren Rucksack voll machen und dann... Aufpassen, dass ich mich nicht in den Abgrund hineinmanövriere. Und wenn man natürlich nachher später hier langkommt, dass man dann nicht in das selbst geschaffene Loch reinstürzt. Gut, nur einen haben wir noch, ein Slot. Müssen wir unsere Gier bleiben lassen. So. Jetzt geht's weiter zurück. Sich doch gelohnt, den zweiten Anhänger mitzunehmen. Ah, das sind wir auch schon. Hui. So. Aussteigen. War ja schon mal gut, aber jetzt brauchen wir wieder... Jetzt müssen wir nochmal gucken, was so ein Generator noch gleich gekostet hat, ne? Feldunterkunft, mittelgroßer Generator. Es gibt noch ein Solarmodul und eine Windturbine. Ja, was ist das? Mittelgroße Batterie? RTG. Naja. Da brauchen wir Nanokarbidlegierung, das ist bestimmt auch nicht so einfach. Wir machen uns einfach noch zwei von den Dingern hier. Aluminium und Wolfram. Wolfram hat man noch ein bisschen, glaube ich. Aluminium muss man es halt handeln. Aber dass das hier eigentlich fast so rumliegen würde, ist ja auch nicht. Na gut, dann auf geht's. Muss ich sagen. Können wir eigentlich genauso hier lassen, ne? Weil das brauchen wir hier eigentlich. Brauchen wir auch hier den ganzen... die Verpacker später. Machen wir uns mal ein paar Verpacker. Haufen Verpacker, machen eine kleine Grube und da schmeißen wir die alle rein. Und hoffen, dass das Spiel uns die nicht wegglitscht irgendwann. Keine Energie. So. Hier machen wir eine kleine Senke, das reicht schon. Und da schmeißen wir die jetzt alle rein. Zack. Zack. So. Ich glaube, das war's. Ja, na den müssen wir machen. So, und jetzt Generatoren. Vielleicht noch ein bisschen Graphit.
noch ein bisschen Harz. Obwohl wir den zwei Harz hier, da haben wir schon zwei Plattformen für zwei Generatoren. Wenn wir nur zwei machen wollen. Wir können ja ein paar mehr machen. Also erstmal zurück. Hey, durch die dicke Wolke. Gleich unser Shuttle ein bisschen nachtanken. Nicht, dass uns irgendwann der Treibstoff ausgeht bei unseren Reisen. Da ist unser Häuschen. Ist das der hier? Ja, sieht so aus. Also hinten. So. Generatoren werden gebraucht. So. Also was kosten die nochmal? Wo werden die hergestellt? Im ganz kleinen? Ein Wolfram, ein Aluminium. Gut. Also. Kupfer. Aluminium, das ist ja schon mal gut. Das Wolfram mit war wohl auf diesem anderen Planeten. Hier habe ich schon Aluminium. Das war wohl die... Ich glaube, das Wolfram-Zeug war, wo man gerade herkam. Malachit? Ne, das war Malachit. Wie sah denn das gleich nochmal aus, das Wolfram-Zeug? Vielleicht können wir das auch behandeln. Gemisch. Ach, hier haben wir schon mal eine mittelgroße Plattform. Stecken wir uns auch schon mal ein. Brauchen wir eine weniger herzustellen. Also, Wolfram brauchen wir. Das hat man gleich gemacht. Wir hatten Oversitze hergestellt. Die aus Gemisch bestehen. So. Brauchen wir noch ein bisschen Gemisch und dann machen wir uns einfach ein bisschen Gemisch. Das sollte ja jetzt einfach sein. Jetzt mal nachts über jetzt nicht schreddern, sonst hat er wenig Strom für das Zeug, das er eh schon hat, weil er schon forscht und jetzt das auch noch dreht. Man sieht, in welcher Geschwindigkeit. Weil kein Lüftchen geht, versorgt uns nur das kleine Energieding, was hier in unserer Heimatbasis steckt.
Aber gleich haben wir ganz viel von diesem Zeug. Gemisch. 8 Stück. Können wir ein paar Oversitze draus bauen. Wahrscheinlich ein bisschen Luft aufgekommen. Ja. Und ist fertig. Ding. Machen wir uns gleich noch einen Oversitz. Na komm. So, auf zum Schredder. Strom ist wieder weg. Wenn es bald Tag wird, dann wird es ein bisschen besser, weil wir Solarmodule haben. So. Also, machen wir uns noch 2 Sitze. Und dann gucken wir mal, was es eigentlich kostet, ne? So. 1, 2, 3, 4. Hey. Wir haben noch eine Batterie hier. Könnten wir noch ein bisschen wo feststecken. So, dieses Blub, irgendjemand chattet mich an im Steam gerade. Ah, ich kann es gerade nicht verhindern. Es stört manchmal die Aufnahmen. Also wer es liest, würde man nicht, wenn steht, dass ich spiele, mich anschreiben. Oder kann man den Ton eigentlich ausmachen? Möglicherweise kann man auch den Ton dann ausmachen, dass ich hier im Spiel kein Blub-Geräusche. Gut. Jetzt kommt auch die Sonne. Da geht es alles natürlich viel schneller. Haben jetzt Strom. So, jetzt nehmen wir uns das. 1, 2. Gehen zu unserer Handelsstation. Wolfram mit 3. Also waren wir noch 2 Sitze. Also nehmen wir uns noch 2 Gemisch. Beziehungsweise 4 Gemisch. Hm.
immer noch irgendwo ein Gemisch rumliegen. An dem einen Gemisch kannst du jetzt nicht scheitern. Naja, mir hilft's nichts, da müssen wir halt nochmal buddeln. Hydrazin können wir auch wieder gebrauchen. Wenn wir die Folge halt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Solange wir Strom haben, machen wir es halt schnell. Schon mal fertig. Und jetzt ist er auch schon wieder weg. Ausschlachten, wenn ich jetzt also Errungenschaft, das ist gerade freigeschalten worden im Astron hier. Wahrscheinlich, weil ich so viele Ressourcen hier schon durch Schreddern gewonnen habe. So. Nein, den wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Ich wollte das. So. Dann hebt er ab, wart nicht mehr gesehen. Also, ich hoffe schon, dass er bald wieder zu sehen ist. Generatoren wollten wir bauen. Heißen Wolfram-Karbid? Nee, großer Schredder. Quatsch. Wieso eigentlich großer Schredder? Achso, das war bestimmt noch eingestellt. Wolfram Aluminium, gut. Haben wir es schon mal eingestellt. So. Jetzt warten wir nur noch auf unser Schiff. Na, da liegt's. Wolfram mit. Eins. So, das müssen wir jetzt noch schmelzen. Eins, zwei. Dauert natürlich bei dieser Energieleistung gerade noch ein bisschen.
So, meine Batterie, die ich da drauf gesteckt habe, leert sich. Ist gleich ganz leer und dann wird es noch länger dauern. So, jetzt. Ja, die Sonne, bis die wieder aufgeht, dauert wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten. Aber es könnte ja mal ein Lüftchen aufkommen, ne? Aber dreht sich nicht. Dreht sich einfach nicht. Naja, das erste haben wir gleich fertig. Könnte ich zwar den ersten Generator schon bauen, aber dann würde das hier noch langsamer gehen. Und der Generator würde auch ewig brauchen. Also jetzt ist wahrscheinlich gerade wieder Luft aufgekommen. Ja, jetzt dreht sich ein bisschen. Da geht es ein bisschen zügiger vonstatten hier. Oh je, jetzt hat es schon wieder nachgelassen, der Wind. Noch einen Stern abbauen, glaube ich. Jawohl. Und dann haben wir es. So, also, ich hoffe, dass zwei Generatoren reichen. Wenn nicht, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Was? Aluminium? Ich dachte, ich hätte Aluminium. Liegt das noch hier rum? Ist das nicht eingesteckt? Ja. Oh. Mich liegen lassen. Na gut. Ah, jetzt habe ich es ja. Inzwischen kann unsere Batterie nachladen. Ich hoffe ja, das reicht. Es könnte auch sein, dass es dann gerade so nicht reicht, aber... Vielleicht haben wir ja Glück. Einer. Und einer ist nicht genug. Ich weiß, wie viele von den Dingen man dann auf dem letzten Planeten braucht. So. Zwei. Voilà. In der nächsten Folge werden wir damit anfangen, Hydrazin wieder zu machen. Haben wir eigentlich hier noch ein bisschen was rumliegen, sonst kann ich das vielleicht gleich machen. Nö, nur Lithium hab, glaube ich, gerade. Hier unten ist das. Das bauen wir in der nächsten Folge ein bisschen ab und machen uns mal Hydrazin. Damit es nicht unterwegs irgendwann der Saft ausgeht. Dafür heute haben wir genug geleistet, denke ich. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.